Hallo liebe Sammler, heute eine Jagdtasche, DDR-Jagdtasche. Ich weiß, dass viele schon auf andere Videos warten, aber ich möchte ganz gerne noch das Thema Jagd etwas umfangreicher behandeln, weil ich dort auch sehr viele Sachen habe. Diese Jagdtasche hat ein ganz interessantes Inneres. Ich öffne sie mal. Für viele Sammler der Jagdmesser ein Highlight. Ne? Es sind immer wieder die ähnlichen Messer, ob das der Koffer ist. Dort haben wir dieses Falkner-Stilett drin. Dann haben wir auch im Koffer den Stahl drin. Ich möchte nur mal diese etwas gebräuchlicheren Messer rausnehmen. Wir sehen hier eins von Legebruch. In meinen Augen ein sehr handliches Messer, sehr scharf und ihr seht unbenutzt, sehr hohe Qualität und liegt Bombe in der Hand. Wir haben auch sehr hochwertig gearbeitete Griffschalen. Sieht aus wie vom Damm oder vom Rotwild und wirklich in einen hervorragenden Zustand. Des Weiteren werde ich mal das Taschenmesser rausnehmen. Das Taschenmesser ist genau wie auch das Taschenmesser, was im Koffer war, von Legebruch, also mit dem Keilerkopf drauf. Und die gleichen Funktionen sind daran vorhanden, also feststellbare Klinge. Dann haben wir hier die Aufbruchklinge und natürlich die, die Säge mit Flaschenöffner und Schraubenzieher und einen Korkenzieher. Ihr hört und seht auch unbenutzt, sehr gute Qualität, sehr schön verarbeitet. Man sieht hier auch diese Einkerbungen bzw. für den Korkenzieher extra eine Aussparung gearbeitet, also sehr hochwertige Handarbeit. Diese Tasche, wahrscheinlich aus Rindsleder, vermute ich mal. Ich glaube nicht, dass sie jetzt wirklich Hirschleder genommen haben, aber ich vermute mal Rindsleder. Hier ein Netz noch drin. Ja. Zwei Wappenschilder, wo wahrscheinlich vom Rehwild das Fell hinterlegt ist. Was ich als sehr interessant empfinde, ist diese Flasche. Ich mache sie mal ab. Diese Flasche ja, die war schon mal benutzt, aber was finde ich hier so interessant? Wir haben hier ein Mitropa Becher dran. Also Mitropa war die, ja, da waren die Essenswagen bzw. die Gaststätten von der Deutschen Reichsbahn damals. Die hießen Mitropa. Ne? Und diese Flasche seht ihr auch extra gefertigt für diesen Becher. Ne? Also auch wirklich eine interessante Sache und dazugehörig. Trotzdem, dass da Mitropa dran steht. Finde ich schon recht interessant. Sehr hochwertig gearbeitet, die Tasche. Gute Schnallen. Auch, dass man bei der Pirsch dort nicht zu viel Metall hört. Ne? In der Jagdtasche war noch dieser Kalender. Fand ich recht interessant. Wo auch ein Jäger seine
Abschüsse notiert hat, also seinen Jagderfolg. Diese DDR-Jagdkalender waren über mehrere Jahre gleich gestaltet und sehr funktionell. Also man konnte Beobachtungen, zum Beispiel wenn man einen Rehbock beobachtet hat, konnte man hier mit einem Bleistift oder mit einem Kugelschreiber diesen Rehbock nachzeichnen, beziehungsweise die Trophäe und dann die Uhrzeit und wo der Rehbock gesehen wurde, aufschreiben. Das gleiche war es mit Dammwild und auch Rotwild. Auch nicht mehr ganz so häufig, also ich habe da auch so eine kleine Ader zu, dass ich Taschenkalender sammle, wie so vieles. Und die findet man relativ selten. Gut, viel mehr möchte ich gar nicht erwähnen. Ich finde eine sehr gute Jagdtasche, aber zur täglichen Benutzung sicherlich für mich nicht so geeignet. In der heutigen Zeit hat man doch irgendwo praktische Sachen. Mit so einer großen Tasche wird man wahrscheinlich nicht mehr losgehen. Da hat man im Rucksack seine Messer bzw. Aufbruchmesser, normales Messer, Aufbruchsäge, Fernglas, Munition und so weiter und so fort, hat man da in der Regel im Rucksack. Gut, aber zur Deko und zum Sammeln ist das natürlich ein sehr schönes Objekt. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Und bis zum nächsten Mal, wo ich dann wahrscheinlich wieder etwas anderes mache. Von welcher Zeit weiß ich noch nicht, aber ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und dass das Wetter ein bisschen besser wird. Viel Spaß noch und tschüss.